Das Familienzentrum in Herzberg-Elster soll deutlich ausgebaut werden. Die Sparkassenstiftung Zukunft Elbe-Elsterland unterstützt dieses mit einer ersten Spende über 5.000 Euro. Möglich wurde das durch eine Erweiterung des Stiftungszwecks. Seit dem 22. April wurde unser Stiftungszweck ausgeweitet um den Bereich Mülltätigkeit. Und wir sind froh, heute an Frau Weimann und an Herrn Rode diese erste Förderung zu übergeben. Das ist für das Familienzentrum hier in Herzberg. Zugutekommen soll dieses erste Spendengeld vor allem den Jüngsten. Angeschafft werden sollen dafür neue Spiele und auch Bücher. Zwei Lego-Duplo-Spiele und eine Hüpfburg legte die Stiftung noch obendrauf, sehr zur Freude der Kinder. Die neue Projektleiterin im Familienzentrum, Gabriele Hörmann, will langfristig das Familienzentrum zu einem Haus der Begegnung für alle Generationen werden lassen. Im Gespräch ist außerdem die Installation zweier Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Tafeln in Finsterwalde und Herzberg.